Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier live auf Sporttotal und auch auf YouTube. Regionalliga Südwest, 21. Spieltag. VfR Wormatia Worms empfängt den SSV Ulm. Und wir schauen erst einmal auf die Aufstellungen, während es hier eine Schweigeminute gibt. Und wir beginnen mit der Auswärtsmannschaft, mit dem SSV Ulm. Die Nummer 39, Autak, dann die 6, Geier mit der Nummer 7, Allgeier, die Nummer 9, Torjäger Röser, mit der 10, Ludwig, dann mit der 11, Chesser, die 15, Schmitz, mit der Nummer 21, Jan, dann die 24, Hansen, 25, Jabru und mit der Nummer 26, Meier. Trainer ist Thomas Wörle. Und sehr überraschend, Kapitän Johannes Reichert steht nicht im Aufgebot der Spatzen. Und auch auf der Auswechselbank bzw. im Kader ist er nicht. Er scheint sich verletzt zu haben. Er war jetzt eben auch schon zu sehen, aber leider heute nicht mit von der Partie. Und bevor es dann hier losgeht, schauen wir dann auch nochmal auf die Aufstellungen der Heimmannschaft von Wormatia Worms. Mit der Nummer 33 Sima, dann die 2 Jek, mit der Nummer 9 Fischer, mit der Nummer 15 Marx, die Nummer 16 Lorenzen, die Nummer 17 Löchel, die 20 Sommer, 23 Reus, 24 Feriani, die 27 Torres und mit der Nummer 31 Götzütok. Und Trainer ist Peter Tretter. Die Partie hat soeben begonnen. Und wir freuen uns, dass jetzt auch bei Worms und bei Ulm beide
jetzt beide jetzt in die Saison starten. Und ja, die Vorzeichen könnten kaum anders sein. Ulm kommt als Tabellenführer zu Wormatia. 20 Spiele mit 45 Punkten bisher. Und Wormatia Worms, die Aufsteiger aus der Oberliga, bekleiden bisher den 15. Tabellenrang. Jetzt gibt es hier die erste Aktion im Strafraum. Und ihr seht hier die Gäste Ulm mit den weißen Trikots von links nach rechts und den schwarzen Hosen. Und die Heimmannschaft Worms, wie gewohnt, in Rot. Ich hatte es eben noch mal kurz angesprochen. Das Spiel heute läuft nicht nur live und kostenlos auf Sporttotal, sondern auch auf YouTube. Und damit hallo an alle Fans, die uns auf YouTube verfolgen. Schreibt gerne mal in den Chat rein. Da gibt es dann bestimmt auch die ein oder andere Diskussion über das Spiel und über die Regionalliga Südwest im Allgemeinen, die ja gestern dann quasi offiziell wieder losgelegt hat mit dem ersten regulären Spieltag des neuen Jahres. Am Freitag Hoffenheim 2 gegen Stuttgart 2, 2:2 gespielt. Dann, ja, turbulentes Spiel. Eintracht Trier 2:6 gegen Steinbach, Aalen 1:3 gegen Homburg, Freiberg gewinnt 1:0 gegen Hessen Kassel. Hessen Kassel übrigens auch alle Heimspiele live auf Sporttotal. Und ja, die teilen sich da unten die Ränge 14-15 mit Wormatia Worms. Beide Vereine, die wir hier vollumfänglich mit den Heimspielen begleiten, die kämpfen auf jeden Fall ums Überleben in der Regionalliga Südwest. Dann Balinger SC gegen Mainz 2, 1:1. Barockstadt 0:0 gegen die TSG Baling. Rot-Weiß Koblenz 1:1 gegen FC Astoria Waldorf. Und gerade läuft auch das 13-Uhr-Spiel zwischen dem FSV Frankfurt und den Kickers Offenbach. Da steht es bisher noch 0:0. Jetzt vielleicht mal die erste Torannäherung für Ulm, aber das wird dann noch von der Wormser Hintermannschaft geregelt. Ja, da hatten sie ein bisschen Glück. Und da liegt erstmal jemand auf dem Boden. Und man merkt auf jeden Fall, das Stadion ist auch mit da. Sicherlich einige Fans auch von Ulm, die hier mit angereist sind. Der traditionsreiche Verein. Der ein oder andere, der Ulm vielleicht jetzt nicht regelmäßig verfolgt, wird den Namen aber sicherlich auch durch ein Bundesliga-Intermezzo und Zeiten in der zweiten Bundesliga kennen. Also ein Verein mit einer schillernden Vergangenheit und die Zukunft soll das jetzt auch wieder werden. Derzeit sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus für die Ulmer, die jetzt mit einem Spiel weniger, beziehungsweise mit dem Spiel, was sie jetzt machen, gerade 5 Punkte Vorsprung haben oder wenn man jetzt die Live-Tabelle bemühen will, mit dem jetzigen 0:0 6 Punkte Vorsprung auf den FC 08 Homburg, die mit 40 Punkten dahinter sind. Da tummelt es sich ganz schön auf den Plätzen
hinter Ulm, die sich da ein bisschen abgesetzt haben, aber dahinter Homburg, Barling, Steinbach, Kickers Offenbach und Hoffenheim 2, die alle sehr, sehr nah beieinander sind. 37 bis 40 Punkte ist da die Spanne. Und Ulm nähert sich erneut an, aber das ist abseits. Der Assistent hebt die Fahne. Und erneut hartes Einsteigen hier. Also man merkt in den ersten Minuten auf jeden Fall, es könnte hier heute ein bisschen hitziger zugehen. Für Wormatia Worms wird es auf jeden Fall heute wichtig sein, defensiv stabil zu stehen. Gerade gegen den SSV, der jetzt auch nicht die beste Offensive hat. Das sollte man ja fast meinen. Aber lediglich 37 Tore, da hat Homburg 8 mehr geschossen. Steinbach sogar 12 Tore mehr. Also sie haben hier auch ja nur die 5 bis 6 beste Offensive. Also hinter Steinbach und Homburg gibt es dann auch noch Kickers Offenbach mit gleich vielen geschossenen Toren. Hoffenheim, Stuttgart 2 haben auch mehr. Also es geht nicht immer nur um die Offensive. Und dafür ist der SSV Ulm auch ein Paradebeispiel, denn sie haben lediglich 12 Gegentore bekommen. Das ist schon bockstark und auch erst einmal verloren. Also man gewinnt die Spiele, alte Fußballweisheit, in der Defensive. Wir wären aber natürlich auch nicht unglücklich darüber, wenn es hier heute ein Torfestival gibt. Im Wormser Stadion in der EWR Arena. Hier übrigens 5724 Plätze umfasst. Ganz so voll ist es nicht, aber ihr seht es am rechten Bildrand. Der Auswärtsblock ist auf jeden Fall ganz gut gefüllt. Also die Stimmung war auch schon mal schlechter in der Regionalliga Südwest. Das ist hier heute dann schon eines der besseren Spiele. Ja, eben da die Offensive angesprochen. Da hapert es noch ein bisschen bei den Hausherren mit erst 18 geschossenen Toren nach 20 Spielen. Damit sind sie gemeinsam mit Hessen-Kassel, die wir eben auch schon mal angesprochen haben, die zweitschlechteste Offensive. Nur Schlusslicht Rot-Weiß-Koblenz hat lediglich 13 Türchen auf der Habenseite. Aber bei Wormatia Worms soll ja vieles anders werden. Das ist heute auch die Pflichtspielpremiere für den neuen Coach, für Peter Tretter. Der hier alles daran setzen soll und dann auch muss, dass Wormatia Worms die Liga hält. Der Coach kam von
Kaiserslautern 2. Da war er seit September 2021 zu Gange und hatte auch ganz gute Statistiken. 1,72 Punkte im Schnitt. Ist dann aber zum 30.01.2023 zu Wormatia Worms gewechselt. War der absolute Wunschkandidat. Das sagte auf jeden Fall Sportvorstand Ibrahim Kurt. Und dann konnte man den 56-Jährigen aus seinem Vertrag beim FCK, bei der U21, loseisen. Und ja, viele werden gespannt sein, ob es denn dann auch ein Glücksgriff werden wird. Ja, und Schiri lässt weiterlaufen. Aber auch alles ein bisschen unglücklich gelaufen in der Hinrunde. Maximilian Mehring wurde dann im Dezember von seinen Aufgaben entbunden. Und zuvor war ja Christian Glibo der Coach von Wormatia Worms, der den Club zurück in die Regio Südwest geführt hat, wo sie in der Saison 18-19 das letzte Mal waren. Aber Glibo hat dann eben ein lukratives Angebot bekommen bei Eintracht Frankfurt 2. Ist natürlich von der Liga her dann eine drunter in der Hessenliga, aber dann einmal quasi in so einem großen Verein zu sein, ist auch eine riesige Chance. Und so hatte dann eben Mehring übernommen. Aber jetzt hier erstmal Aktion für die Ulmer, aber da bleibt er hängen. Bei der Wormser Hintermannschaft. Schiedsrichter ist übrigens Christopher Raimund. Der nach einer knappen Viertelstunde auch alles im Griff zu haben scheint. Hatte man ja eben schon mal gesehen, dass es hier vielleicht auch ein bisschen ruppiger zugehen könnte. Jetzt aber die Ulmer. Aber Worms hält sich da noch ganz wacker. Einwurf. Ja, gar nicht mal so ungefährlich, da einer dran kommt, aber die Wormser verteidigen hier mit Mann und Maus. Ulm aber immer noch am Ball und dann der erste Abschluss. Erste gefährlichere Torannäherung geht dann schon ein bisschen drüber, aber die Ulmer melden sich auf jeden Fall dann auch im Offensivspiel an. Und Worms ist gewarnt. Regio Südwest ja eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Jetzt knappe 3 Monate. Schon ja, eine sehr, sehr lange Zeit. Ist dann auch erst der 21. Spieltag. Wir werden dann auch im Mai ein bisschen länger spielen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier
ob die Wormser vielleicht offensiv was mit einbringen können. Noch nicht. Ball ist aber noch heiß. Aber das machen die Ulmer dann gekonnt. Letzter Spieltag in der Regio Südwest war übrigens am 10. Dezember. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Aber durch diese diesen späten Zeitpunkt, wenn sie im neuen Jahr dann starten, dann umgeht man auch der ein oder anderen Spielabsetzung, was natürlich im Westen und im Norden in den Regionalligen dann auch jetzt dann doch nochmal das ein oder andere Mal der Fall war. Aber man verlängert die Saison natürlich mal nach hinten. Bis Ende Mai wird es gehen in der Regio Südwest. Am 27.05. ist dann der letzte Spieltag. Also es werden hier auf jeden Fall knappe 2,5 Monate. Am 10. Dezember 2:0 gegen Trier gewonnen und Worms kam deutlich unter die Räder, 6:1 beim VfB Stuttgart 2. Das war dann wohl auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat in der Trainerentscheidung. Und nun alles auf Anfang im Jahr 2023. Letzten Wochenende gab es schon Nachholspiel, quasi außerhalb des regulären Spieltags. Das wurde in der Regionalliga West ähnlich so geregelt. In der Südwest durfte dann Hoffenheim gegen Homburg ran, beziehungsweise in Homburg war das Spiel. Aber das war ein 0:0 und Schiedsrichter war der heutige Christopher Raimund. Und das sind dann mit heute auch die einzigen beiden Spiele, die er in dieser Spielzeit in der Regio Südwest pfeift. Also long time no see, aber insgesamt 27 Mal Regio Südwest gepfiffen. Und er wird sicherlich nicht ohne Grund bei so einem wichtigen Spiel eingesetzt. Und bisher macht er das ja auch recht passabel. Es gab aber auch noch nicht die strittige Situation. Dass er ein glückliches Händchen hat heute, Christopher Raimund. Ist der Ulmer Verteidiger auf jeden Fall wach. Kann man es gerade ganz gut erkennen. Im Aufbau ist es dann Dreier Innenverteidigung. Sehr offensiven Außenverteidigern.
eben schon mal angesprochen. Ulm muss heute auf seinen Kapitän verzichten. Johannes Reichert. Sind gespannt, wie sie das dann am Ende des Tages kompensieren können, die Tabellenführer. Ja, das machen sie jetzt gut. Direkt die Flanke. Ja, aber im Abschluss noch nicht mit der allerletzten Konsequenz. Jetzt vielleicht mal. Ja, schöner Ball, aber der Angreifer kommt nicht ran und so ist es kein Problem für Rico Seimer. Ja, und dann gutes Anlaufverhalten von Ulm. Also bringen den Schlussmann von Wormatia Worms da ordentlich in Bedrängnis. Ja, eben angesprochen, Johannes Reichert, der 31-jährige Innenverteidiger. Bisher 19 von 20 Spielen gemacht. Sogar ein Tor beigesteuert. Er wird heute dann natürlich fehlen, aber wer, wenn nicht der SSV Ulm, kann auch personell diese Lücke sicherlich zumindest für ein Spiel mal adäquat schließen. Thomas Geier, sein Kompagnon in der Innenverteidigung, hat dann heute die Kapitänsbinde übernommen. Ja, das war Handspiel und dann gibt es Freistoß aus aussichtsreicher Position. Gelber Karton für Niklas Jeck. Wundert, warum die Kamera jetzt gerade nicht auf den Freistoßschützen schwenkt. Wir arbeiten hier in diesem Spiel mit einer automatisierten Kamera, die hängt im Stadion in der EWR Arena bei Wormatia Worms. Und es kann immer mal sein, dass das Spielgeschehen vielleicht mal nicht vollumfänglich gezeigt wird, aber im Regelfall sollte das der Fall sein. Gerade schwenkt sie ein bisschen. Aber das liegt dann am Algorithmus. Aber jetzt sehen wir es komplett und der Freistoß von Dennis Cessa kann geklärt werden. Da ist er am Ball. Ja, verspringt ihn da ein bisschen, dann geht er ins Aus. Ja, und Worms ist wach. Und Torres mit dem Einwurf. Dass Jan versucht da durchzustarten, aber defensiv machen es die Wormser bisher sehr, sehr ordentlich. Das wird Peter Tretter ihnen auch in der Winterpause ordentlich eingeimpft haben. Hatten ja jetzt gute 2 Monate zusammen.
da war natürlich extrem viel Zeit fürs Training ohne den laufenden Spielbetrieb. Und bisher scheint sie zumindest das Defensivkonzept schon mal ein wenig verinnerlicht zu haben. Oberhand hat, aber das wundert auch, um ehrlich zu sein, niemanden. Da muss man einfach nur auf die Tabelle schauen. Aber es ist natürlich immens wichtig, auch für Ulm, nicht nur für Worms, die um den Abstieg kämpfen, beziehungsweise um den Klassenerhalt, aber auch für Ulm in dieser starken Regio Südwest, dass sie hier möglichst mit 3 Punkten ins neue Jahr starten. Denn die Aufgaben werden natürlich nicht einfacher. Gerade da oben ist es natürlich sehr namhaft. Offenbach, Steinbach, Homburg und so ein Polster von 5 Punkten kann natürlich schnell mal schmilzen und jetzt Worms mit der ersten Torannäherung der 28. Minute. Kapitän Sandro Löchelt. So kann es auf jeden Fall gehen für die Hausherren. Eben noch mal die Aktion. Beziehungsweise nicht die Aktion, die Situation im oberen Tabellendrittel angesprochen, beziehungsweise die Aufstiegsaspiranten aufgezählt. Und die Regio Südwest hat ja bekanntlich einen Aufstiegsplatz sicher. Der Meister geht auch direkt in die dritte Liga, das ist in der Regio West genauso. Es wurde ja mal so festgelegt. In diesem Jahr ist es auch so, dass der Meister der Region Nord direkt hochgeht. Es könnte der VfL Lübeck sein, im Westen Preußen-Münster stand jetzt. Und wenn es so bliebe, dann auch der SSV Ulm. Und Regio Nordost und Regio Bayern müssen dieses Jahr in die Aufstiegsrelegation. In Bayern steht da oben gerade die Spielvereinigung Unterhaching mit 60 Punkten und der ärgste Verfolger, die Würzburger Kickers, haben gestern ja federn lassen. 3:2 gegen Filzing verloren. Unterhaching seht ihr übrigens bereits übermorgen am Dienstagabend zum erneuten B-Win-Topspiel, auch live auf YouTube, live und kostenlos bei Sport Total. Unterhaching gegen Wacker Burghausen, das ist ein Nachholspiel. Und sollte
Unterhaching da gewinnen, dann können sie ihre Aufstiegsträume natürlich weiter festigen oder sind auf jeden Fall näher dran. Sie müssten aber in der Region Nordost gegen einen Vertreter ran. Energie Cottbus zum Beispiel. Also die Regionalliga-Ebene ist und bleibt spannend. Auch hier. Jetzt gibt es eine längere Unterbrechung, Verletzungspause. Hoffen, dass es nichts Ernstes ist. Die Ulmer sprechen sich hier nochmal ein bisschen ab. Hier wird taktisch das eine oder andere besprochen. So viel Zeit ist ja während eines Spiels auch nicht dafür. Thomas Geier, der Interims-Captain aus der Innenverteidigung, da gerade noch mal im Zwiegespräch mit Dennis Chesser. Da der einzige Mann, der gerade in der Hälfte der Wormser ist, das ist Lukas Röser. Das ist der Top-Torjäger. Der Ulmer mit 9 Toren. Ordentlich Erfahrung bringt er mit. Zweite Liga gespielt, dritte Liga gespielt. Also wäre bei möglichen Aufstieg auf jeden Fall auch direkt eine Hilfe. 84 Spiele in der dritten Liga, 21 Tore, 8 Vorlagen. In der zweiten Liga auch 53 Spiele gemacht, 13 Tore, 3 Vorlagen. War für Dynamo Dresden, Kaiserslautern unter anderem aktiv, auch für Türkgücü München. Also ein Mann für größere Aufgaben. Aber erstmal muss diese Aufgabe hier heute, die bisher nicht einfache, gelöst werden. Nämlich bei Wormatia Worms zu bestehen. Herren haben natürlich eine sehr schwierige Aufgabe hier heute. Als Aufsteiger immer besonders schwer das erste Jahr. Als Meister aus der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, Gruppe Süd. Die Liga wurde in Gruppe Süd und Nord aufgeteilt. Nord-Sieger war Eintracht Trier. Bei denen es aber auch sehr, sehr schwierig wird. Die sind Tabellenvorletzter mit 13 Zählern. Und die Plätze 16 bis 18, die letzten drei, die steigen definitiv ab. Und die Plätze 14 und 15. Worms gerade 15. Ja, die hängen davon ab, wer aus der dritten Liga runterkommt. Also die maximale Anzahl sind 5 Absteiger. Also schaut man auch mal nach oben, wie es da aussieht. Bisher sieht es aber stark danach aus, dass niemand aus dem Südwesten absteigen wird. Ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Das wäre dann auf jeden Fall für Worms und für Hessen-Kassel, die 14. sind, sehr wichtig. Aber man kann sich sicher sein, dass die Hausherren erstmal nur auf sich schauen. Und bisher sind sie hier ein ekliger Gegner für
die Ulmer. Und das im positiven Sinne. Hier auch Lucas Torres gegen Dennis Cessa. Wird einem noch mal ein bisschen wehgetan. Natürlich alles noch im Rahmen des Erlaubten, wie es aussieht, auch wenn es hier ja, wahrscheinlich ein bisschen doller wehgetan hat, als man es im ersten Moment geglaubt hätte. Aber es kann jetzt erstmal weitergehen. Seht ihr ganz unten im Bild dran, habt ihr es gerade gesehen. Peter Tretter auf jeden Fall aktiv dabei. Spricht den Hausherren, seinen Mannen hier auf jeden Fall Mut zu. Ist mit Sicherheit bisher nicht unzufrieden mit der Leistung. Gewisse Kompaktheit sieht man auf jeden Fall bei den Roten. Jetzt erneutes Foul. Schon mal auf der rechten Seite, nun auf der linken Seite aus dem Halbfeld immer gefährlich und immer prädestiniert dafür, zu einem Kopfballtor zu führen. Jetzt vielleicht, ja, Ball kommt schon sehr flach. Eventuell im zweiten Anlauf, aber da der Assistent die Fahne. Assistenten sind heute übrigens Patrick Werner und Timo Hager. Und Schiedsrichter, wie bereits erwähnt, Christopher Raimund. Im Hintergrund. Stimmung ist heute auf jeden Fall ordentlich. Viele mitgereiste Fans von Ulm. Und natürlich auch Heimzuschauer hier in der EWR Arena mit am Start. Vielleicht nochmal Ulm, Allgeier, haben da über die rechte Seite, wird jetzt nochmal geschickt, ob er da noch dran kommt, ja, aber natürlich zu wenig Spielraum für ihn.
Ja, bisher beißt sich Ulm hier noch die Zähne aus. Sterne vom Himmel spielen hier auf jeden Fall beide noch nicht. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich nach so einer langen Pause. Beide Mannschaften müssen sich erstmal wieder finden. Worms dann auch mit neuem Coach. Aber jetzt vielleicht mal ganz gutes Zusammenspiel da. Die Flanke von Torres dann. Aber nicht das Gelbe vom Ei. Aber sie trauen sich hier immerhin etwas zu. Und jetzt vielleicht. Ja, da wurde Nils Fischer mal geschickt. Und der Ball jetzt zu ungenau. Aber sie nähern sich auf jeden Fall leicht an den gegnerischen Strafraum, an das Hoheitsgebiet von Christian Ortak, dem Keeper vom SSV Ulm. Ja, und das war ein hohes Bein da von Nils Fischer. Und da kann man auch den Unmut der Auswärtsfans verstehen. Ja, und dann läuft der Ortak natürlich auch zum Schiedsrichter, zu Raimund. Und ja, der jetzt im Zwiegespräch mit Nils Fischer. Wird ihm dann natürlich auch noch ein, zwei Takte mitgeben. Aber es bleibt vorerst bei einer Ermahnung. Ja. Er lässt die Spieler hier noch ein bisschen an der langen Leine. Dafür hätte man auch gut und gelb, gut und gerne, ich habe schon falscher Versprecher, gut und gerne gelb geben können. Ja, und jetzt gibt's irgendwie das mit Buhrufen begleitet. Auf jeden Fall Feuer drin. Hendrik Hansen war da der Leidtragende. Und der will natürlich jetzt auch wieder reinkommen. Da jetzt auch wieder Nils Fischer. Direkt wieder im Zweikampf, aber Ball geht ins Aus. Jetzt plätschert hier die erste Halbzeit so ein bisschen ihrem Ende entgegen. Allzu viel Nachspielzeit wird es wohl auch nicht geben. Die richtig gefährlichen Situationen
haben sich dann beide Teams hoffentlich für die zweiten 45 Minuten aufgehoben. Zuschauer auf YouTube. Die zweite Halbzeit seht ihr dann natürlich auch hier live und kostenlos bei uns. Das B-Win-Topspiel am heutigen Sonntag. Ansonsten gibt es auf Sport Total auch noch die Regio West zu sehen heute mit Wiedenbrück gegen Alemannia Aachen oder Fortuna Düsseldorf 2 gegen Rödinghausen. Und auch in der Regio Nord haben wir noch 3 Spiele. Falls ihr in der Halbzeit mal vorbeischauen wollt, auch wenn da wahrscheinlich dann auch Halbzeit ist. Apropos Halbzeit, Raimund pfeift hier die ersten 45 Minuten ab und wir hören uns dann gleich wieder beim B-Win Topspiel. Und unsere OT mit bei PSG Bellersheim mit 4:0.
Und wir haben bereits Sichtverhältnis aus der Regionalliga Südwest. Das steht jetzt kurz vor Schluss in Frankfurt, hier auf Bach 0:0.
Und jetzt ist auch die Partie in Wagner-Bissau-Frankfurt. Der Sieger Offenbach gewinnt 1-0 Wagner-Bissau-Frankfurt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zum Spiel zwischen Wormatia Worms und dem SSV Ulm. Hier live auf Sporttotal und auch auf YouTube. Bisher noch eine durchwachsene Partie hier am 21. Spieltag, beziehungsweise zum Abschluss des 21. Spieltags der Regionalliga Südwest. Der erste reguläre Spieltag des
Jahres 2023. Und nun die Hausherren in Rot komplett. Nun von links nach rechts. Und wir freuen uns natürlich, wenn es dann hier vielleicht auch mal das ein oder andere Mal klingelt in den jeweiligen Toren. Denn bisher steht es hier, wie ihr es im Scoreboard sehen könnt, 0-0. Und die Ulmer vielleicht direkt jetzt mal mit der Torannäherung. Schauen wir noch mal drauf. Aber Keeper muss er da ja nicht, der Keeper muss da ja nicht wirklich eingreifen. Eine sehr große Gefahr für Wormatia Worms. Aber Ulm nähert sich langsam, aber sicher an. Die Wormser sind auf jeden Fall gewarnt. Peter Tretter und Thomas Wörle haben hier noch nicht gewechselt. Das heben sie sich dann für einen späteren Zeitpunkt auf. Wieder Rüdes einsteigen. Und diesmal eine aussichtsreiche Freistoßposition für Wormatia Worms. Ja, das wird aber abgepfiffen. Brachte jetzt auch noch nicht die größte Gefahr. Thank you.
Bisschen zu lang geraten. Idee war nicht schlecht, auf jeden Fall. Gäste forcieren jetzt auf jeden Fall den gegnerischen Strafraum des Öfteren. Da jetzt gerade Worms Nils Fischer im Duell, der da eben ja, ein bisschen unglücklich in den Zweikampf gegangen ist, aber noch verschont blieb, was die gelbe Karte angeht. Kann er auch von Glück reden. Ersten Minuten der zweiten Halbzeit zeigen es ähnlich wie es in der ersten Halbzeit war, also eine zähe Partie, oft auf engem Raum, so wie hier jetzt gerade Lorenzen direkt mal gegen zwei, drei Mann und kriegt jetzt aber die gelbe Karte. Zweites Mal gelb jetzt. Eben ja schon in der ersten Halbzeit Niklas Jeck den gelben Karton gesehen. Jetzt Melvin Lorenzen. Zumindest mal hinterfragen, warum dann Nils Fischer die gelbe Karte nicht gesehen hat. Jetzt vielleicht wohl mit der nächsten Möglichkeit. Schauen wir nochmal drauf. Richtig eingreifen musste Worms Schlussmann Rico Sima noch nicht. Aber zumindest jetzt schon zwei deutlichere Torannäherungen. In der ersten Halbzeit war das ja von beiden Seiten eher mau. Da gab es jeweils eine Halbchance auf beiden Seiten. Beiden weiteren Chancen jetzt hier von Ulm in der bisherigen zweiten Halbzeit sahen da schon etwas zwingender aus, ohne sehr gefährlich zu sein. Und das war jetzt ein bisschen unglücklich, da der Fehlpass auf Fischer, aber wird dann da schon sehr, sehr gekonnt. Abgekocht von Jabru. Jetzt vielleicht machen es die Ulmer mal ein bisschen schneller. Jannis Reus
legt da seinen Gegenspieler. Der Mann mit der 23, der da gerade nochmal mit der Bank ein bisschen diskutiert. Ja, das gibt aber keine Karte und ja, hier sogar Fair Play von Ulm. Ball zurück in die Reihen von Wormatia Worms. Auch nochmal herzliches Willkommen an alle Fans, die uns oder Fans und Zuschauer, die uns bei YouTube verfolgen. Hier live und kostenlos was. Das B-Win-Top-Spiel aus der Regionalliga Südwest. Diskutiert gern weiter fleißig im Chat. Für euch nochmal der Hinweis: neben den Heimspielen von Wormatia Worms und Hessen Kassel aus der Regio Südwest zeigen wir die Regio West exklusiv alle Spiele. Dann auch zusätzlich sehr, sehr viele Partien aus Regio Nord und Regio Bayern. Auch einige Spiele kostenlos zu sehen. Gerade drei Spiele aus der Region Nord auch parallel, die komplett kostenlos sind. Aber jetzt vielleicht mal Wormatia Worms. Fischer wird da geschickt. Ich rede hier über andere Ligen und dann kommt Wormatia Worms sogar ein bisschen gefährlich vors Tor. Aber dann im Defensivverbund regeln sie das gut. Und dann auch nochmal ein letzter Hinweis dazu fürs Erste. Ihr könnt auf unserem YouTube-Channel natürlich auch nicht nur die Highlights sehen, sondern auch die ein oder anderen Formate, gerade aus der Regio West, vielleicht ja interessant für euch. Und dann dürft ihr euch auch heute Abend und morgen früh noch auf weitere Highlights von diesem Wochenende freuen, aus der Regionalliga. Aber jetzt zurück zu dieser Partie hier. Gleich eine knappe Stunde gespielt, immer noch 0:0. Aber jetzt mal kein so schlechter Ball, kein so schlechtes Anspiel von Ulm, aber auch das regeln die Wormser ordentlich. Aus der zweiten Reihe. Nee, da überlegt er zu lang. Aber jetzt schöner Flankenball. Und Sima ist da dran. Also wirkliche Entlastung kriegen die Wormser gerade nicht hin. Zwar eben wurde Fischer mal geschickt. Aber Ulm erhöht jetzt auf jeden Fall langsam aber sicher den Druck. Ja, Rico Sima ist hier bisher auf jeden Fall ein guter Rückhalt. Ja, und dann sieht man auch, wie defensiv natürlich die Worms sollte stehen, ist ja auch gar keine Frage gegen den Tabellenführer. Aber Nils Fischer wirklich komplett auf weiter Flur allein da vorne. Und was willst du dann gegen so Spieler wie Thomas Geier da hinten machen? Es wird natürlich nicht einfacher.
Hansen. Vielleicht hat er mal eine Idee. Ja, schön gemacht. Jetzt bringen sie ihn rein aus der Drehung. Aber zu wenig Druck. Dahinter. Aber, wie es der Eindruck auch schon war, sie nähern sich langsam aber sicher an. Dennoch viel zu wenig Druck da in letzter Instanz. Und das ist natürlich für den Wormser Schlussmann kein Problem, der ja bisher seine Mannschaft auch mehr oder weniger im Spiel hält. Da ging es dann eben mal schnell über die linke Seite. Das Einsteigen gegen Lorenzen. Raimund lässt aber den Karton erstmal stecken. Und jetzt Freistoß durch Götzütok. Ja, aber da sind die eigenen Mitspieler wirklich zu weit entfernt. Auch kein sonderlich guter Ball, der irgendwie Gefahr ausstrahlt. Damit kann man die Ulmer Hintermannschaft auf jeden Fall nicht überlisten. Vielleicht jetzt mal zum Konter angesetzt, aber dann ist Worms auf jeden Fall da. Peter Tretter hat ihn auf jeden Fall defensiv einiges eingeimpft. Und jetzt wollen sie starten. Dann gibt es aber den gelben Karton für Wormatia Worms. Es wäre ein spannender Konter gewesen auf jeden Fall, aber somit hat dann Ulm den Ball. Müsste Yannick Marx gewesen sein. Konnte man jetzt nicht zu 100% erkennen. Oh, und das kriegen sie nicht geklärt, Fischer. Aber dann auch meistens zu alleine da vorne, beziehungsweise da kam dann Götzütok ein bisschen zu spät dazu, um ihm irgendwie beizupflichten.
Aber so leichte Nadelstiche setzen die Wormser dann doch. Und immer ist irgendwie Fischer mittendrin. Oh, und jetzt gibt's Vorteil. Ulm. Da vorne drin. Was macht der draus? Ja, Sie Martin. Da lag dann auch ein Ulmer im Strafraum, aber das war auf jeden Fall deutlich zu wenig. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden am 4. Spieltag Ende August gab es übrigens ein 2:2. Damals Lukas Röser mit dem 1:0, dann Yannick Sommer, der heute auch auf dem Platz steht, mit 2 Toren und dann ganz, ganz zum Schluss, in der 5. Minute der Nachspielzeit, das 2:2 von Dennis de Sousa Oelsner. Das kann er aber heute auf jeden Fall nicht wiederholen, da er nicht mit dabei ist. Von Yannick Sommer, dem Doppeltorschützen aus dem Hinspiel. Bisher auf jeden Fall auch nicht die auffälligsten Aktionen gesehen bisher. Lukas Röser hat es hier heute nicht ganz so leicht. Der Torjäger mit reichlich Profi-Erfahrung. Ja, und über Nicolas Jan, da geht hier wirklich einiges heute. Sehr oft am Ball. Verteilt Kugel. Da ist er. Ein Fixpunkt. Auf der linken Seite. Da ist gerade mal Sommer am Ball gewesen. Geht raus bei Marcia Worms und Daniel Kasper ist neu drin. Ulm ja noch gar nicht gewechselt. Vielleicht gleich dann auch mal Zeit. Daniel Kasper, übrigens Mittelstürmer. Bisher erst 8 Einsätze gehabt, aber 2 Tore. Also
könnte man fast als Ansage verstehen. Gut, Lorenzen ins links außen. Aber so ein klassischer Mittelstürmer ist dann natürlich auch nochmal was anderes. Und das jetzt nach 70 Minuten beim Stand von 0:0 gegen den Tabellenführer, der komplett favorisiert ist, ist auf jeden Fall mutig, aber komplett positiv gemeint. Peter Tretter scheint der Mannschaft neues Leben eingehaucht zu haben. Der neue Mann, Kasper, 20 Jahre jung, war bei Darmstadt in der Jugend, ist seit Sommer 21 in den Diensten vom VfR Wormatia Worms. Bisher in 37 Spielen, 7 Tore und 6 Vorlagen beigesteuert. Also, er weiß ungefähr, wo das Tor steht. Das ist ja schon mal was. Allgemein auch für diese Partie. Jetzt kommen hier Tobias Rühle und Moritz Hannemann aufs Feld. Und Romario Rösch, Dreierwechsel bei Ulm, und wir werden dann jetzt gleich auch mitbekommen, wer dafür rausgegangen ist. Hier gibt es erstmal wieder kleine Verletzungsunterbrechung. Wenn ich das richtig verstanden habe vom Stadionsprecher, ist auf jeden Fall Dennis Chesser jetzt draußen und Marcel Schmitz. Schmitz ist tatsächlich nur auf dem Platz. Wir werden es gleich komplett rausfinden, wie es ist. Aber auf jeden Fall ein Dreierwechsel. Auch eine Ansage, jetzt nochmal komplett frischer Wind. Schmitz. Ja, Bru. Zusammenspiel. Kommt er da noch ran? Nein. Es wird dann noch abgepfiffen. Moritz Hannemann, der rechts außen, der eben reingekommen ist. Bereits auch 3 Tore und 6 Vorlagen beigesteuert. Also einer der Topscorer bei Ulm. Rosario Rösch auch im offensiven Mittelfeld anzutreffen. Ist jetzt sein 14. Einsatz, 1 Tor, 2 Vorlagen gemacht. Und Tobias Rühle ebenfalls Mittelstürmer.
14 Einsätze und immerhin 2 Tore. Also alle drei hatten in dieser Saison mindestens einmal das Erfolgserlebnis eines erzielten Tores. Auf jeden Fall ein sehr, sehr offensiver Dreierwechsel und das zeigt natürlich auch, dass Ulm hier fest den Sieg einplant, aber es wird natürlich nicht einfacher. Aber jetzt haben sie vielleicht mal Platz. Aber auch das wird super geklärt von Ramzi Feryani. Jetzt schreitet er Rösch zum Eckball. Oh, und dann verpassen sie da dann irgendwie doch wieder den Abschluss. Also die letzten Prozent, die fehlen da offensiv heute beim SSV. Ja, und der VfR macht's. Weiterhin sehr ordentlich, sehr gewissenhaft im Defensivverbund. Bieten sehr, sehr wenig Räume. Und um die Ulmer da irgendwie offensiv zur Entfaltung kommen zu lassen. Das war gut gemacht. Kann er sich da durchsetzen? Immer noch am Ball. Und lässt weiterspielen. Jetzt vielleicht mal. Aber auch dann dieser Schussversuch von Rösch. Er wird dann abgefälscht und das ist irgendwie sinnbildlich für die Offensivbemühungen von Ulm heute. Jetzt vielleicht mal auf der anderen Seite. Und jetzt das Stadion auch mit da. Schauen wir mal rein. Schöner, langer Ball. Und dann dieser Abschluss. Also, das wäre es natürlich, hier so einen Lucky Punch zu setzen auf Seiten von den Hausherren. Das war übrigens der eben eingewechselte Daniel Kasper. Aber jetzt vielleicht der SSV. Aber auch da bleiben sie hängen an der Wormser Hintermannschaft. Ging es hier eben wirklich Schlag auf Schlag. Und jetzt nochmal neuer frischer Wind. Yannick Sommer geht raus und Alexander Schehada ist nun mit von der Partie. Der Rechtsaußen, 22 Jahre jung, vom VfV Borussia 06 Hildesheim gekommen im Sommer.
auch schon 3 Tore und 1 Vorlage in dieser Spielzeit. Also die defensiven Wechsel sind auf jeden Fall nicht so ganz nach dem Gusto von Peter Tretter. Der erste Eindruck auf jeden Fall mehr als ordentlich vom neuen Coach von Wormatia Worms. Aber jetzt kann sich Ulmer nochmal durchsetzen. Ja, aber immer mal wieder ein Bein dazwischen. Und jetzt vielleicht aber... Rico Sima ist immer wieder zur Stelle. Jetzt vielleicht. Ulm nähert sich immer wieder, immer näher dran und wenn es so weitergeht, dann klingelt es gleich. Aber Worms verteidigt das hier mit allen Mitteln. Vielleicht dann jetzt. Eckball natürlich. Standards immer ein probates Mittel. Mit Buhrufen begleitet. Die Heimfans sind auf jeden Fall da und ja, der Schlussmann hält erneut. Starke Partie von Sima. Kasper. Ja, stark. Auf jeden Fall. Wie er sich da durchsetzt. Und auch Shehada direkt im Zentrum des Geschehens. Ja, und die Bank von Ulm, die geht schon ordentlich mit. Der Staff von Thomas Wörle. Machen hier die Balljungen. Und verschnellern dadurch natürlich das Spiel zugunsten von Ulm, aber die können daraus nichts machen. Ja, und jetzt die ganze Wormser Mannschaft in die eigene Hälfte gedrängt. Stehen da sehr, sehr hoch gerade. Sehr, sehr schöne Verlagerung. Jetzt vielleicht. Oh, und nee, das gibt nichts. Da hat Raimund sehr, sehr schnell entschieden.
Ja, ganz leichte Proteste. Nochmal Wechsel bei Worms. Stefano Meyer. Mann mit der Nummer 5 ist nun drin. Erstmal Eckball für die Gäste. Oh. Chance jetzt vielleicht. Langer Einwurf. Rutscht da irgendwie durch. Schon sehr oft in dieser Partie, dass dann Ball da vielleicht noch irgendwie durchrutscht. Aber am Ende steht dann doch immer noch jemand von Wormatia Worms. Der eben reingekommene Stefano Meyer. Übrigens mit seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Der 30-jährige Innenverteidiger, der natürlich da mit dafür sorgen soll, dass das hier 0:0 bleibt, kam zum Ende der Transferperiode. War vereinslos bisher in seiner Karriere bei Kickers Offenbach in der Jugend, dann bei den Profis, dann bei Viktoria Köln und zuletzt bis 1.7.2022 drei Jahre beim FC 08 Homburg. Ist ein halbes Jahr vereinslos gewesen. Aber Worms kann ihn jetzt gebrauchen, da war auch eben kurz am Ball. Und das wird abgepfiffen und komplette Bank von Wormatia Worms geht da mit. Also das ist aber auch ein Zeichen, dass der Verein und die Mannschaft noch lebt. Da hat Peter Tretter der Truppe auf jeden Fall ein neues Leben eingehaucht. Jetzt die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Jetzt nochmal Romario Rösch. Jetzt Langholz. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Ja, ob der so gewollt war, ist dann die Frage. Kommt zu kurz. Jetzt vielleicht im zweiten Anlauf nochmal. Ja, und der Ball wird da rustikal geklärt. Ja, und auch hier klärt dann Worms wieder. Jetzt nochmal Rösch. Vielleicht nochmal mit der letzten Flanke. Segelt aber da vorbei und dann macht es Wormatia defensiv einfach sehr abgeklärt heute. Ja, und auch dieses Anlaufen, das funktioniert super. Sie
Die bringen da die Defensive des SSV auch ab und zu mal in Bedrängnis. Jetzt schon anderthalb Minuten über der Zeit. Ja, nochmal eine Torannäherung. Hat das Team aber sicher. Ja, Fair Play hier. Nicht das erste Mal, Leute. Immer wieder schön zu sehen. Shehada. Langer Ball. Fischer. Kasper vielleicht jetzt. Kasper, Fischer, immer noch heiß. Ja, schön gemacht. Da tänzelt er ihn zweimal aus. Und Ulm jetzt vielleicht nochmal. Aber der Ball soll im Aus gewesen sein, das habe ich auch so gesehen. Publikum ist mit da und jetzt nach 3 Minuten Nachspielzeit ist die Partie zu Ende. Christopher Raimund pfeift ab und Wormatia Worms gegen SSV Ulm geht 0-0 aus. Auf jeden Fall kämpferisch, ohne Fehl und Tadel, was Wormatia Worms hier fabriziert hat. Also stark gemacht und ja, der SSV Ulm hat sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen an, ja, an Wormatia Worms. So leicht kann man es sagen. Sie haben hier alles reingehauen. Und ja, offensiv war das nicht die allerhöchste Güteklasse, was Ulm hier heute aufs Feld gebracht hat. Aber das lässt sich natürlich auch immer leicht sagen. Die Hausherren haben hier auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und tabellarisch ist es nun so, dass Ulm, ja, zumindest aber immer ein bisschen weiter den Vorsprung ausbaut. Nun 6 Punkte. 46 jetzt an der Zahl und ja, dahinter dann Homburg mit 40. Barling, Steinbach, Offenbach, Hoffenheim 2 sind dann dicht dahinter. Ja, und Wormatia Worms nun mit 17 Punkten zumindest bis Dienstag ein Platz vor Hessen Kassel. Die spielen dann ihr Nachholspiel. Das könnt ihr dann auch live bei uns verfolgen. Also in der Regio Südwest ist es auf jeden Fall weiter entspannt. Kassel spielt dann 19 Uhr am Dienstag gegen Hoffenheim 2 hier live auf Sporttotal. Übrigens, Offenbach hat 1-0 gewonnen beim FSV Frankfurt und springt damit auf den 3. Platz. Hinter Homburg jetzt auch mit 40 Punkten. Ja, hier seht ihr dann nochmal die Auswärtsfans, die ja auch noch ein bisschen was mitgebracht haben. Da bedanken sich die Tabellenführer der Regio West für den Auswärtssupport. Und eben hat man gesehen, Wormatia Worms da im Mannschaftskreis. Also
Da scheint es auf jeden Fall zu stimmen und sie sind gewappnet für den Abstiegskampf in der Regio Südwest. Da seht ihr sie nochmal. Und ansonsten kann ich mich bei euch bedanken oder darf ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, auch für die rege Beteiligung auf YouTube. Und das nächste BWIN-Topspiel ist bereits am Dienstagabend. Regio Bayern Unterhaching gegen Wacker Burghausen. Und damit sage ich, ja, noch einen schönen Sonntag und auf bald! Thank you.